Hallo meine lieben Freunde, zurück bei Let's Play Black Mirror. So, wir reden gleich mal kurz mit Victoria. Wobei, habe ich das im letzten Part schon gemacht? Victoria, kann ich dich sprechen? Nee, habe ich doch nicht. Bitte entschuldige mich, Samuel. Ich bin nicht in Plauderstimmung. Falls du etwas brauchst, frag bitte Bates. Er wird dir gerne helfen. Natürlich, ich kann ja später wiederkommen. Ich frage sie ein anderes Mal. Alles klar, mit Victoria können wir nicht nochmal reden. Aber, Bates hat ja gesagt, wir können draußen mit Henry sollen wir nochmal reden. Ups. Das mache ich jetzt glatt nochmal und ich habe mich auf meine Tastatur gelehnt. Nicht blöd. So, zur Treppe. Lalalala, lauf schneller, mein Freund. So, zum Haupttor. Da hinten zum Gewächshaus. Da ist er nämlich drin, unser schöner Henry. Wobei, schön ist relativ. So. Hi, Henry. I have to ask something. I have to ask you something. Ich möchte kurz mit Ihnen sprechen. Ey, was ist denn los, Mann? Aber sicher, Sir. Ich höre. Zack. Sehen Sie sich das an. Ich habe es am alten Turm gefunden. Warum zeigen Sie es mir, Sir? Nun, ich habe es Bates gezeigt und er meinte, ich solle mit Ihnen sprechen. Wissen Sie etwas darüber? Ich? Ich wüsste nicht weshalb. Sowas habe ich noch nie gesehen. Außerdem meinte er, Sie hätten am Nachmittag die Sträucher in dem Bereich geschnitten. Ja, das stimmt. Aber mit diesem Ding habe ich nichts zu tun. Beruhigen Sie sich. Sagen Sie mir nur, was Sie darüber wissen. Das ist alles. Na schön. Aber Sie müssen versprechen, es Madame nicht zu sagen. Ich kann's mir nicht leisten, meinen Job zu verlieren. Natürlich. Nun reden Sie schon. Also, ich weiß auch nicht, was es ist. Aber sowas Ähnliches habe ich in der Nähe gefunden. Haben Sie es bei sich? Nein, habe ich nicht. Sehen Sie, ich hab's verpfändet. Ich war pleite. Verpfändet? Es sieht nicht besonders wertvoll aus. Naja, vielleicht nicht das, was Sie da in der Hand haben. Aber in dem, was ich gefunden habe, war ein wunderschöner Edelstein. Ein Rubin, würde ich sagen. Wo haben Sie es verpfändet? Bei dem alten Murray. Wo sonst? Es ist ein Glück, dass Sie es mir noch rechtzeitig gesagt haben. Geben Sie mir den Pfandschein, dann löse ich das Objekt aus. Aber ich habe ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich ihn aufbewahrt habe. Henry, es ist sehr wichtig. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Aber Sie halten sich doch an Ihr Versprechen, oder? Es bleibt doch unter uns, Sir. Wir werden sehen. Henry, kommen wir wieder zu diesem Pfandschein. Ich wusste, dass Sie darauf zurückkommen, Sir, aber glauben Sie mir, ich habe ihn wirklich nicht. Sie haben das Geld gebraucht, also haben Sie den Pfandschein praktischerweise verloren. Nun ja, ich brauchte das Geld, nicht den Schein. Ich hatte eigentlich nicht vor, das Ding auszulösen. Jemand könnte sich dafür interessieren, wo ich das Ding gefunden habe. Und ich könnte meinen Job verlieren. Sie werden ihn mit Sicherheit verlieren, wenn Sie mir diesen Schein nicht geben. Aber ich habe ihn doch nicht. Sie haben versprochen, dass das unter uns bleibt. Henry, Sie müssen sich im Klaren sein, dass mir das sehr wichtig ist. Sie müssen mir diesen Schein besorgen. Würde ich ja, wenn ich nur könnte, Sir. Na gut, ich glaube ihm kein Wort. Ich will Sie nicht länger stören. Okay, das heißt, wir dürfen uns jetzt auf die Suche nach einem Pfandschein machen, oder wie, oder was, oder wann? Naja, vielleicht hat er hier irgendwo im Gewächshaus das Bild. Es ist immer noch so, ich weiß nicht, irgendwas kann man mit dem Bild scheinbar noch machen. Weil es ist immer noch aktiv, das heißt, wir können da tausendmal draufklicken. Aber irgendwas muss damit doch sein. Ich gucke jetzt nochmal ganz genau hier. Aber nee, da geht gar nichts mehr. Vielleicht mit einem Rechtsklick. Nein. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz zum Stall. Reden dort mit... wer war das? Wie hat der vom Stall nochmal geheißen? Morris? Ich glaube. Muss ich nochmal gucken. Wie hat der... Noch? Leute, mir ist der Name entfallen. Scheiße. Wie heißt der Typ nochmal? Das wisst ihr doch besser wie ich. Ihr habt doch aufgepasst, oder? Fleck, das hatten wir schon. Zum Stall. Ich glaube Morris, ne, hat er gehiesen.
Ja, Morris, juhu. Komm her, ich muss mit dir reden, Mann. Ja, Sir? Aha, wunderbar. Der Gärtner, wie ist er so? Henry, ein ruhiger Typ, würde ich sagen. Jedenfalls, solange er nüchtern ist. Sie wissen, was ich meine. Ich wusste nicht, dass er trinkt. Und ob, Sir? Manchmal schließt er sich in sein Zimmer ein und betrinkt sich bis zum Umfallen. Er sitzt einfach da, starrt ins Leere und trinkt. Ist doch ziemlich seltsam, oder? In der Tat. Auf mich wirkt er nicht wie ein Säufer. Nun, Sie können es mir glauben. Außerdem werden Sie es bestimmt mal mit eigenen Augen erleben. Okay, das heißt, Henry ist ein Säufer. Na, wollen wir ihm dann nicht ein bisschen Wein andrehen oder so und dann vielleicht noch mal nach dem Schein fragen? Wäre eine Idee. Was können Sie mir dazu sagen? Mal sehen. Ein Stück hartes Gestein mit Symbolen drauf. Sieht ziemlich alt aus. Mehr weiß ich nicht. Haben Sie so etwas irgendwo hier gesehen? Im Schloss vielleicht? Nein. Sehen Sie, ich gehe selten ins Haus. Madame Victoria will es nicht. Fällt Ihnen irgendjemand ein, der darüber etwas wissen könnte? Tja, es sieht alt aus. Vielleicht weiß dieser Blutsauger Murray etwas. Er kauft und verkauft Sachen, wissen Sie. Manchmal kommen Leute von weit her, um sich den Trödel in seinem Laden anzugucken. Weiß der Geier, woher er das alles bekommt? Danke, ich werde ihn bestimmt aufsuchen. Kein Problem, Sir. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Coole Sache, da wurde dieser Murray zum zweiten Mal angesprochen. Ich glaube, auf den werden wir wahrscheinlich später nochmal treffen. Jetzt gucke ich mal, ob man mittlerweile in das Tor da rein kann. Es ist abgeschlossen, weil es so selten benutzt wird. Okay. Da ist auch nichts mehr. Ich gehe jetzt nochmal kurz in den Stall rein. Vielleicht gibt es da irgendwas, was wir noch benutzen können. Der Schraubstock. Was soll ich mit dem Schraubstock? Die Weinflasche. Wollen wir ihn doch besoffen machen? Hey! Ich will den Wein mitnehmen, ich will ihn nicht angucken. Ich habe keine Verwendung da. Okay. Mist. Eimer haben wir noch. Oh, ein Schalter. Was, ein Schalter? Tagsüber ist es hell genug hier drin. Oh. Wasser für die Pferde. Okay. Na, dann machen wir das Licht aus. Oder ist da irgendwas Wichtiges drin? Ich glaube mal eher nicht. Was sonst? Hier wird's hier gar nichts mehr. Ja, die Flasche ist immer noch aktiv. Die Schublade ist auch noch aktiv. Gucken wir doch mal rein. Da hier irgendwas vergessen? Ja, sonst ich. Geht da auch nichts mehr. Blöde Sache, blöde Sache. Okay. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, wisst du, wie viel Uhr im Spiel gerade wäre? Wäre nicht schlecht. Wir haben jetzt mit Morris geredet. Wir haben mit Henry geredet. Wir haben mit Bates im letzten Part schon geredet. Ich glaube, ich gehe kurz nochmal zu Henry und befrage ihn mal wegen der Sauferei, die da abgeht. Und an sich, wenn ich gehe mal nochmal reinreden, eventuell nochmal mit dem Doktore. Und ja, vielleicht hat ja Victoria nochmal ein bisschen Gesprächsstoff. Oder Bates. Wir müssen hier weiterkommen. Ich weiß nicht, worüber wir reden sollten. Er ist ein Säufer! Hallo! Da kannst du doch genug drüber reden. Okay. Okay, dann gehe ich halt wieder raus. Verdammt. Häcksler, ist da noch Blut drin? Ist da wieder Blut drin? Ich will da wieder rein. Oh, ist da wieder Blut drin, bitte. Verdammt. Ich dachte da wieder... Oh, ich hab gehofft, da ist wieder Blut drin. Das wäre eine coole Sache gewesen. Okay, aber sonst ist ja auch nichts mehr. Dann gehen wir wieder zur Treppe und werden uns wieder ins Schloss bewegen. So, auf hinein. Gehen wir erstmal die Personen wieder durch. Das heißt, wir gehen zur Bibliotheca
und werde nochmal mit Dr. Herman reden, falls er Lust hat zu reden. Wenn nicht... Herman hat versprochen, dass der Boot... Ich muss pünktlich... Okay, das kennen wir schon. Das heißt, hier kommen wir nicht weiter. Gehen wir zum Esszimmer. Esszimmer. Okay. Nochmal zu... Stuhl. Früher saß ich beim Essen mit der Familie auf diesem Stuhl. Okay. Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Lalalala. Nee, da ist nichts mehr. Was ist mit der Obstschale? Da haben wir mal schon tausendmal dran. Nee, da ist auch nichts mehr. In der Küche. Oh, da haben wir noch einen Schrank. Verschiedene Kräuter und Gewürze. Ich will das Bates zuliebe nicht durcheinander bringen. Von hier brauche ich nichts. Alles klar. Der Tisch, das kleine Mühle. Der Esstisch der Dienerschaft. Die kleine Mühle. Eine Gewürzmühle. Ja, toll. Die ist eher dekorativ. Sie funktioniert nicht. Das war alles. Bates. Zum Keller. Zum Keller. Können wir in den Keller? Im Keller, Kinder. Die Tür ist abgeschlossen. Ernsthaft? Danke, Kellerschlüssel dabei. Das ist der Schlüssel vom Dachboden. Ich stecke ihn ein. Ernsthaft? Jetzt haben wir wieder einen Schlüssel mitgenommen. Ich habe den Schlüssel... Nah, logisch, voll logisch. Ohne Vase. Am Boden ist etwas schmutziges Wasser. Vielleicht waren früher Blumen darin. Okay. Das scheint sie aber auch schon wieder gewesen zu sein. Okay. Waitzi, ich möchte noch mal kurz mit dir reden. Brauchen Sie etwas, Sir? Nein, eigentlich nicht. Ich komme nur gerade zufällig vorbei. Oh, okay. Das war's schon. Uiuiui, Leute. Ich werde auf jeden Fall jetzt dann mal den Part so langsam beenden. Ist ja nicht wirklich viel passiert. Wir haben nur herausgefunden, dass Henry schon mal ein Säufer ist und Murray Pfandleihe und Henry was verpfändet hat, was er gefunden hat, was wahrscheinlich zu unserem Objekt passen würde. Aber das werden wir wahrscheinlich alles erst erfahren, wenn wir in die Stadt gehen. Naja, falls ihr noch irgendwelche Ideen haben solltet, wo eventuell ein Event sein könnte, schreibt es mal in die Kommentare. Ich gehe darauf ein im nächsten Part. Von daher würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch und man sieht sich im nächsten Part von Let's Play Black Mirror wieder. Von daher, bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal. Euer Sebi. Ciao, Leute. Bye.